Aber das sieht so doof aus, einfach nur. Mann, Junge, den Stecker ziehen, ist ja ekelhaft. Könnte ich dir vielleicht auf deinen Abenteuern folgen? Ich könnte dein Lehrling sein und im Gefecht sterben, was dich dazu bringen würde, blutige Rache zu üben. Dumm. Ich geh weg. Ich geh mal gucken, was der Knacker hat. Der Knacker? Ja, Markus. Ach ja, Markus. Ich würde ja mein Geld ganz wieder verspielen. Ich habe jetzt 35.000 Geld. Na, ich habe 50.000. Deswegen gehe ich mir lieber... Wolltest du mir nicht deine Tataradatschen geben, damit ich ein bisschen aufholen kann, geldtechnisch? Ich dachte, wir machen das so. Wir dachte, wir teilen. Ja. Aber du rennst immer weg. So. Kauf mir dann mal noch ein Rucksack-Upgrade für 20. Das nächste kostet 50, ja. Alter. Preise, oder? Und Markus, kannst wieder mal in die Tonne treten, ey. Also wie immer. Der hat nix, der Junge. Dann kaufe ich mir jetzt noch ein Upgrade für die Assault Rifle Money. Wie viel hab ich? Ich habe 50. Ich kann mir das nicht... Dann mach mal. Das nächste kostet 100. Oh, geil. Na, aber wenigstens was zu sammeln für später. Ich meine, wir werden wahrscheinlich sowieso irgendwann richtig viel Muni brauchen. Was ist das denn noch? Das ist diese Feuerschrott von Fräuleinchen, wa? Miss Moxie's Heartbreaker. Was? Wo? Wo ist der Heartbreaker? Oder hast du die Knarre gerade? Nee, ich habe ihre Shotgun im Inventar. Ich kann sie dir mal kurz zeigen, aber die ist bei weitem schlechter. Ach, da ist er. Das ist sie. Im Anfall extremer Paranoia habe ich meine Aufzeichnungen zur Öffnung der Kammer versteckt und prompt vergessen, wo. Während ich mir die Haare raus... Wieso kommen auch sie drauf? Hohoho, böse. Ich bin dafür, wir machen jetzt in der Gegend da alle Quests. Von mir aus, wenn du noch so viel Geduld hast. Ja, schaffen wir. Ach komm, das eine Gebiet noch, die vier Quests und dann... Willst du doch nicht schon Feierabend? Noch haben. Hat? Sollten. Ich hab nicht gesagt, das wird so sein. Die Gegend gefällt mir ja mal gar nicht. Schlechte Erinnerungen und so. Ey, hier sind deine Säuferkumpanen. Ja, aber die Schlacht hier war echt mies. Ja, das ja. Ah, hier sind auch noch zwei Automaten. Automaten? Tun die weh, dann sind's Automaten. Ach so, muss ja Moxies Shotgun wieder umtauschen. Oder ich probiere die einfach mal aus. Klasse, Simon. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Und auch alle Waffen geladen, die hier nicht. Toll. Auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Achtung, Einwohner von Overlook. Sie sind willkommen. Da liegt schon mal eines. Da gehe ich schon mal hin. So einen Raketenwerfer habe ich mir gegönnt. Ja. Harte Gönnung, ja. Der macht 1200 mal 3. Boah, das ist schon mal nicht schlecht. 3,6 ist echt nicht übel. Wo liegt denn jetzt hier das Echo unter mir? Das Echo. Warum liegt das Echo unter mir?
Apropos coole Sachen, hier liegt eine Kiste mit Schilden. Mal gucken, ist eine Granatenmod, ist ein Schild, der ist scheiße. Jawoll, maximale Gesundheit um 315 reduziert. Dafür aber 1200 Kapazität. Vor allem nachts. Alter, Moxys Shotgun ist ja doch gar nicht so schlecht. Dieses vollautomatische. Oh, Sirene-Skin. Sirene-Skin. Lag da rum. Nimm doch mit. Den habe ich auch mitgenommen. Du glaubst nicht etwa, dass ich den liegen lasse. Hier würde ich alles zutrauen. Du bist ganz unten, richtig? Fast. Die Fresher machen mir aber trotzdem Probleme. Alles klar. Alter, wieso muss ich hier springen, um auf die Treppe zu kommen? Was soll die Kacke? Wie kommst du hier hoch? Da war eine Treppe. Nee, nicht du, der Fresher. Die buddeln sich. Ich hätte gar nicht hierher gedurft. Die buddeln. Ja, aber doch nicht so auf eine Plattform. Okay, ich bin hier im Fresher-Paradies. Oi, oi, oi. Warte, ich komm runter. Ja, beeil dich. Das ist die Macht einer Sirene. Da lacht er noch. Meiner hat ganz arrogant rausgehauen auf meiner Seite. Das ist die Macht einer Sirene. Ja. Kommt hin. Auch wenn du Waffengewalt benutzt hast, aber hey. So, wo ist da jetzt diese verdammte Echo? Amazon Echo? Nein. Untersteh dich. Mach doch jetzt gar nichts. Frag doch nur. Hier liegt's also irgendwo. Ich bin wunderbar, ob ich so tief springen musste. Nur. Ach du Gottes Willen. Ja. Roland hat mich nach Sanctuary zwangsübersiedelt, angeblich zu meiner Sicherheit. Aber die Bewohner dieser Stadt sind eine Zumutung. Eine junge Frau sagte heute Hallo zu mir. Ich starrte sie an, während mein Verstand fieberhaft einen Weg suchte, dieser unfreiwilligen Interaktion zu entkommen. Als mein Gesicht durch den Stress zunehmend rot anlief, platzte ein Blutgefäß in meiner Nase und eine Blutfontäne aus meinen Nasenlöchern spritzte uns beide voll. Sie rannte schreiend weg. So froh ich zu diesem Zeitpunkt auch war, ich fürchte, dass Blutfontänen aus meiner Nase keine realisierbare Langzeitstrategie sind, um Konversation zu vermeiden. Die Frau ist so durch. Ich danke dich wie körperlich. Ja. Ich mag sie. Nicht so sehr wie Tiny Tina, aber ich mag sie. Aber wo wir das erste Mal mit ihr gequatscht haben, Vorstellungen, die nur in deinen Wahn, Ereignisse in deinen Vorstellungen oder in meinem Bett, das Angebot steht noch. Mhm. Ach ja. Aber menschenscheu, aber ficken. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Da kenne ich noch das ein oder andere Exemplar. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, weil das gehört hier nicht her. Nö, ist richtig.
So. Ist auch mies. Schade. Schlappschwanz-Sniper. Ich hole uns mal ein Auto, dann geht's schneller mit der Quest. Tu das. Hab einen neuen Skin auf dem Fahrzeug. Kommst du? Komm da nämlich nicht rein. Ja, das ist ja der Sinn bei der Sache. Hier musst du wieder zu Fuß. Sehe ich nicht. Ich fahr mal ein bisschen rum. Mach das, ich hol das Ding hier oben raus. Ah ja. Hier ist also wieder Party, ja? Kapiteln in den Dunghaufen der Stalker. Ich habe hier auch was gefunden, aber ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie reinkomme. Soll ich denn da reinkommen? Was soll denn die Scheiße? Von unten? Nee. Oder komme ich hier von der Seite ran? Ja. Die alten Fragen haben mich heute wieder beschäftigt, als ich einen ausgeweiteten Skag an meine Eingangstür nagelte, um Besucher abzuschrecken. Was will Jack mit dem Kammerschlüssel? Hat der Schlüssel sich die ganze Zeit nur aufgeladen, als er in meinem Besitz war? Hat er sich darauf vorbereitet, seine Alien-Kräfte auf Pandora zu entfesseln, um Iridium zum Vorschein zu bringen oder noch mehr Alien-Ruinen aufzuschließen? Ich werde mich eingehend mit diesen Fragen befassen, sobald ich meine Wände schallisoliert habe, um von dem permanenten Frohsinn der Bewohner von Sanctuary verschont zu bleiben. Wie nett. So ist er halt, ne? Schade, aber so ist er halt, ja. Über einen alten Alienkrieger gestoßen. Sie erzählen von einem magischen Schlüssel, der ihn wieder zum Leben erwecken kann. Wenn meine Vermutungen, wie üblich, richtig sind, ist womöglich vom Karma-Schlüssel die Rede. Außerdem sagte mir ein junger Mann beim Einkaufen, ich sei hübsch. Meine Reaktion fiel überraschend verhalten aus. Ich verbrachte lediglich 3 Stunden würgend über einem Eimer. Oh, wie mies einfach. Ich bin hier ein bisschen gefangen, scheiße. Ich sag mal so, berührt man meine Sirene, verbrennen sie sich die Finger. Ja, dann komm doch mal mit deiner Berührung hierher und berühr die Typen hier. Kackstalker. Ich hab hier selber gerade welche am Arsch. Toll, wir sind da alle beide beliebt, ja? Ja. Ich muss nur den richtigen Augenblick abwarten und dann kann ich sie wegkrallen. Ich auch, aber hey. Okay, einer ist down. Bleiben noch 3 oder 4. Bin ja unterwegs.
einer down, noch drei. Hä, wo bist denn du da? Hier habe ich das Echo gefunden. Hier in der Nähe jedenfalls. Ich glaube, da muss ich über die Brücke, wa? Ja, so ein bisschen. Ach, Tentakelviecher wieder am Arsch. Die ignoriere ich einfach mal und lauf weiter. Einfach ignorieren. Ignoriere die Stimme, die geht schon weg. Oder wie Crimson sagen würde, gemeldet und blockiert. Wenn das so einfach funktionieren würde. Marathonlauf hier. Aber ich komme näher. Nur noch der letzte übrig. Das heißt nur noch, der ist ein Badass. Ah! Der hält seine Schilde immer viel zu schnell hoch, als dass ich ihn wieder treffen könnte. Ich bin gleich da. Au. Diese Tentakelviecher ignoriere ich jetzt mal wieder gekonnt. Ich muss den Crimson helfen. Eieieiei. Da wird der Sender schon wieder geheilt. Ich höre dich, du bist hier irgendwo. Munition ist dran. Munition benötigt, ja, leck mich doch am Fuß. Lass mich doch mal durch. Das wird jetzt wirklich wehtun. Ach, meine Heldin. Mit Iridium. Stalker-Viecher sind ein Fall für sich. Einem habe ich mit meinem Hammer voll eins in die Fresse verpasst, wie ich es von Mama gelernt habe. Und er ist regelrecht explodiert. Und was er für ein Geräusch gemacht hat. Ja, ungefähr so. Das wäre ein toller Klingelton. Kapitel 3. Meine Jungs haben herausgefunden, dass sich die Stalker nicht besonders gut tarnen, wenn ihre Schilde unten sind. Sie werden völlig panisch und brüllen rum. Niedlich. Vor ein paar Tagen habe ich einen riesigen Stalker gesehen, der unser Lager beobachtet hat. Ich habe sie Henry getauft, nach meiner... Oh, Moment. Hey, Mama! Nein, ich erzähle gerade, dass ich einen Stalker nach dir getauft habe. Und heißt Henry. Henry, mhm. Deine Mutter heißt Walter und ist die Stärkste im Knast. 5. 3. Ich hab 5 Iridium. Oh, das nächste Kapitel. Alles in Butter. Henry und ihre Stalker-Freunde haben zwar mein Team ausgelöscht und das ganz besondere Muttertagsgeschenk gestohlen, das ich eigenhändig gebastelt hatte, aber scheiß drauf! Ich gehe da raus und hole mir mein verdammtes Muttertagsgeschenk zurück! Jack ist mein Zeuge! Das wird der beste Muttertag aller Zeiten! Hörst du, Henry? Ja, hörst du? Muttertag! Der war ja letztens erst. So vor anderthalb Wochen. Ja, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja. Kapitel
meine Hände gefressen. Vor meinen Augen hat sie sie gefressen und ich schwöre bei Jack, die stachelige Schlampe hat mich dabei ausgelacht. Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, hau ab, Henry! Nein, Henry! Geh weg! Mami! 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 Autsch. Ja, wollte ich auch gerade sagen, so, au! Aber okay. Passiert. Muss man so hinnehmen. Ja, jetzt holen wir mal so wieder raus. Und da hinten kann man die Quest abgeben. Nicht gut. Ach, du hast das Auto irgendwo. Ja, das Auto steht da oben irgendwo. Probieren wir, ob ich da noch hinkomme. Ich bin dran vorbeigelaufen, also kommt man daran. Hab's. Ich warte hier am Felsen. Ich versuche vernünftig fahren zu können. Ah ja, da ist er. Moin! Moin moin! Da, wo soll's denn gehen? Er ist ein Fragezeichen! Ach so. Weg! Gib es nicht. Shit. Darfst du es? Du scheiß Raketengeschütze da oben. Ich danke dir. Die Dinger kriege ich, das ist mir egal. Und hier liegt auch direkt noch der nächste Tagebuch, hoffe ich doch. Nee. Da haben wir noch einiges zu laufen. Ja, klar! Drecksäue. Fuck, dachte ich hätte ihn gerade getötet. Das wird wieder. Hab's. Ihr Schweine. Ich euch in die Finger kriege. Haben sie nicht sogar Kenny getötet? Ja. Ach, lass mal den Shieldbot erstmal rumfliegen. Achtung!
Das war jetzt mehr als knapp. Sehe ich nicht. Ein Medikit. Gönn dir, du hast weniger als ich. Boah, sehe ich genauso. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise gebe ich dir mal recht. Muss mir mal einen Kalender eintragen. Zum Vorteil gereicht. Sehr dumm, mir so nahe zu kommen. Wir müssen hier trotzdem noch irgendwie weiterlaufen. Das ist noch nicht alles. Komm schon, wirklich. Natürlich, hast du mit was anderem gerechnet? Eigentlich nicht so früh. Mensch, ehrlich sein so. Ehrlich? Ja, ich weiß, es ist ein Wort, da kannst du nicht mit anfangen. Ich schätze mal, es wird hier nicht besser. Alter! Constructor, ach du Scheiße. Dann mach doch mal nach, wenn du keine Muni hast. Blöd, Mann. Renn doch in meine Säurewolke. Na schön, wo ist das Pult zum Abschalten? Das schafft dann nur nie zu treffen. Schien das nicht zu stören. Er fragte mich, wieso Jack den Krieger noch nicht zum Leben erweckt hat, und ich erklärte ihm, dass der Schlüssel erst mit Iridium aufgeladen werden muss. Daher Jacks Bergbauaktivitäten. Er nickte und wischte sich schweigend meine Spucke aus dem Gesicht. Ich war völlig verwirrt, weil er mein Verhalten nicht ekelhaft fand, aber auch, weil ich ihn nicht ekelhaft fand. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, als könnte ich tatsächlich in Sanctuary leben. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, alles wird gut. Hey, diese Frau. Wo ich aber sagen muss, Moxys Shotgun ist mega. Dann ist er gut. Von den Zahlen her zwar nicht so gut, aber du siehst ja, was er ausrichtet. Mhm. Ich merke zumindest die Auswirkungen so ein bisschen. So, aber wo ist dieses Fragezeichen? Beim Kopf gestoßen beim Springen. Bompf. Ja, was ich sagen wollte, was Tennis da so hat, jetzt in diesen Tagen, ist ja an sich Sozialangst. Ist eigentlich nicht mit zu spaßen, aber da es ja hier so krass überzeichnet ist, ist es schon wirklich schon wieder lustig. Hieronimo! Selbstmord, yeah! Oh, schon vorbei. wie so ein Button, so, der falsch ist. No. Ben und Ed Button. Oh, dieses Rage Game einfach nur, ey. Ich hab das noch gar nicht zu Ende gespielt, muss ich sagen.
Muss ich mir mal demnächst wieder installieren. Also ich habe nur das Basis-Game. Ich habe die Blood Party. Du hast schon die Blood Party? Blood Army! Was? So cool. Hyperion gratuliert Harriet Blevis zur Geburt ihrer Zwillinge und wünscht ein glückliches Händchen bei der Wahl des zu behaltenen cool. Babys. Da sage ich auch nur, juckt mich nicht, tschüss. Hier ist noch ein Fragezeichen zum Abheben. Achso, ja, dann tu den mal. Ich muss erst mal finden, du. Was ist denn hier mit dem schwarzen Brett los? Oh, nix. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Einfach scheiße, der Raketenwerfer scheiße, die Schrotti ist scheiße. Hier ist alles scheiße bei Marcus. Lol, muss man, also am Brief, muss man am Briefkasten abgeben. Aufgefressen wurde er? Womöglich gibt es hier eine Moral von der Geschichte. Wer sich aber mit der Natur anlegt, wird gefressen. Hat sich in meinem Kopf viel tiefschürfender angehört. Verzeihung. Ja, passt schon. Soll vorkommen. Hyperion verkündet stolz, dass ihre zwei. Hier ist aber gleich noch eine Quest. Medikamenten verdoppelt wurde. Wegen hier. Ich habe hier für die Sirene eine Mod. Möglicher Korrosionsschaden, also Korrosionschance 23% und Korrosionsschaden plus 25% und 2 auf den Helios-Skill. Helios, warte mal, habe ich den? Helios-Skill. Warte mal, was? Flimmern, Weitblick, Opferung. Helios, ja, habe ich voll ausgebaut. Dann, warte mal, halte ich mal hier. Dann kriegst du nämlich von mir das. Warte, da. Vielleicht habe ich es sogar was für dir. Das kann ich jetzt hier nicht anklicken. Mit Raketenwerfer arbeitest du nie, ne? Nee. Mit einer Einfachfahrkarte, gib mir einfach irgendwas. Irgendein ach, Scheiß. Wie geht. Ach, die muss man sich hier so rüberziehen. Ach so. Ja. Das haben wir uns das erste Mal getauscht. Nach 80 Folgen. Ja. Gefühlt. Das dürfte schon. Oh, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Geh mal ganz kurz an. Erstmal den Skin. Möglicher Korrosionsschaden. Ja. Bisschen mehr Schaden, dafür weniger Genauigkeit, mehr Feuerrate, bessere Ladegeschwindigkeit, dafür ist das Magazin ein bisschen kleiner. Und die hat Korrosionsschaden. Geil! Nehme ich. Bitteschön. Danke dir. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Du weißt doch, was die Säure hier macht. Ja, ja, Korrosion ist geil. Ich behalte Moxys Shotgun. Ein zweites Fläschchen Aspirin für diese Buchte hier. Aber hey, Alkoholiker, ne? Mhm. Die brauchen das halt gegen die Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Ah, schön. Ich mach mal noch schnell das Maß voll. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Ich hätte es ahnen müssen, dass ich den Flaschenöffner weggelegt habe. Und noch mehr Skills für Sirene. Ah, hier ist halt der neue Quest. Willkommen in Overlook. Wir freuen uns, Sie zu sehen.